Servus und hallo bei Not Another Dope Show. Ernst Stamm 2, Wochenreflexion vom 29.05. bis 5.06.94. Unerwarteterweise kam ich Mittwoch aus der Küche. Bin froh, diese Zeit hinter mich gebracht zu haben. Es war ganz lustig mit dieser Besetzung, aber trotzdem stressig. Anscheinend habe ich etwas verpasst, denn laut den AGVs ist die Stimmung im Haus schlecht. Komisch, dass es mir nicht so vorkommt. Ich finde, dass es eigentlich eine gute Stimmung ist. Vielleicht liegt es daran, dass ich zurzeit gut drauf bin. Eindeutig sein ist für mich eine seelische Qual, aber es funktioniert. Eindeutig bedeutet, man hat immer gesagt, du bist uneindeutig, wenn du zum Beispiel doch am Flirten warst oder zu lange, zu nett mit irgendeinem andersgeschlechtlichen Menschen rumgemacht hast. Wir hatten da keine Homosexuellen, deswegen ist das halt total schnell aufgefallen. Wohl einer war da, aber der hat sich halt nicht für die anderen interessiert, weil das alles Heten waren. Und dann war das halt so, dass es immer hieß, man soll sich eindeutig verhalten. Und es ist mir halt schwer gefallen, klar, ich kam da gerade raus, habe voll diesen Endorphinschub, weil die Küche mir auf den Sack gegangen ist, ich war richtig gut drauf. Wie soll ich denn da mitkriegen, dass die anderen schlecht drauf sind, wenn meine persönliche Wahrnehmung halt gerade andere ist? Aber anscheinend muss es ja wohl so gewesen sein, weil das ist das, was sie mir halt gesagt haben. So, im Stamm mache ich zurzeit ziemlich viel, denn ich habe das Gefühl, die Zeit läuft mir davon. Allerdings fühle ich mich etwas unverstanden, denn ich habe das Gefühl, dass ich schon mit beiden Beinen im Leben stehe. Zwar manchmal mehr und mal weniger, aber trotzdem kämpfe ich alleine gegen meine Probleme an. Wenn es mir schlecht geht, spreche ich mit jemandem meines Vertrauens darüber. Und wenn ich jemanden sehe, dem es schlecht geht, gehe ich auf ihn zu. Im Plenum gebe ich mittlerweile mehr Feedbacks und meine Konflikte mache ich auch. Kurz, ich fühle mich gut und freue mich auf nächste Woche. Und falls ihr euch auf nächste Woche freut, schaltet wieder ein. Und ansonsten Daumen hoch, Kommentar unten rein und abonniert meinen Kanal. Bis dahin, Peace!